Aber Mauro Betti aus Italien hatte einen Ersatzgürtel mit. Und jetzt sind wir gespannt auf das Duell Gomez gegen McCall. Gomez in der Rechtsauslage. Und McCall hat angekündigt, er möchte sofort nach vorne gehen. Er will nicht abwarten, er möchte sofort seinen Stil durchsetzen, möchte Gomez beschäftigen, möchte mit schnellen Kombinationen gleich Druck aufbauen auf den vermeintlich technisch besseren Boxer. Gomez soll den Kampf kontrollieren. Soll mit der Führhand arbeiten, soll McCall frühzeitig in seinen Angriffsbemühungen schon stoppen, indem er selber schlägt, indem er ausweicht, seine Schnelligkeit ausnutzt. Die Feuerwehr legt jetzt Oliver McCall nicht los. Er schaut sich das auch schon noch ein bisschen an, was da Gomez ihm anbietet. Ja, erste Anweisung vom Polizeioffizier aus Kent, den John Lewis den Kopf höher halten. Gomez ist der Aktivere, sucht da die Lücke. Da mal eine Linke von McCall im Ziel. Die Ecke von McCall fordert Schlagkombination, Triple Jab, ruft Rick Fissler, der Trainer, herein. Also dreimal die linke Führhand nacheinander. Und er wünscht sich mehr Kombination, aber bisher gelingt es McCall noch nicht, an Gomez heranzukommen. Das liegt daran, weil der sich gut bewegt, aktiv ist. Ein bisschen mehr mit rechts arbeiten, locker bleiben dabei. Nicht so tief dran, hast du gemerkt? Ja? Das Foto des wieder von draußen. Carlos Gomez packt die nackte Miss Venus. Das ist natürlich auch immer wieder von draußen in den Lock hin. Und wenn er denn reingestützt, er kommt immer reingestützt, da kommt das ihm ab. Entweder zum Körper oder zum Kopf. Da eine gute Linke, das war die im Vorbeigehen von McCall. Er soll ihn locken, hat Carsten Röver ihm gesagt gerade. Immer wieder lang bleiben, nicht so dicht dran, da aufpassen. Ja? Und dann immer wieder locken mit deiner rechten Arbeit. Denn, ja? Die Rechte soll vorbereiten und er soll die Distanz halten zu Oliver McCall, diesem Ringfuchs. Zwei Niederlagen in den letzten 11 Profijahren, das ist aussagekräftig. Und dieser Mann hat wirklich große Namen auch vor den Fäusten gehabt. Lennox Lewis, Larry Holmes, Oleg Maskayev, auch Bruce Seldon, den Ex-Weltmeister. Steht hier viel auf dem Spiel für beide. Jetzt gut. Und Gomez setzt nach. Das gefällt mir gut, was er bisher macht. Bleibt auf der Distanz, wie Carsten Röver das gefordert hat. Ist aktiv. Er soll in ausgezeichneter Verfassung sein. Er hat so gut trainiert wie eigentlich noch nie in seiner Karriere. Viel mit Athletiktrainer Moritz Klatten gearbeitet. Und bisher ist er nicht nur der schnellere, sondern auch der effektivere Boxer.
Und wir sind gespannt, wer schneller ist am Sonntag. Beim großen Preis von Brasilien, wenn sich die Formel-1-Saison entscheidet, wer Weltmeister wird, da sind sie natürlich bei uns gut aufgehoben. Alles Weitere erfahren Sie bei uns. 16.45 Uhr am Sonntag. Also der Plan von Rick Fissler, dem Trainer von McCall, dass er am Anfang ein bisschen Ausrufungszeichen setzen soll gegen Gomez, das ist bisher nicht geglückt. Auch den hat Gomez kommen sehen. Schön die Rechte von McCall mit seiner eigenen Linken geblockt. McCall findet kein rechtes Mittel gegen den schnellen Juan Carlos Gomez. Schön wieder hier gewartet, bis McCall kommt und dann abgekontert. Wieder gut, 1-2, erst zum Körper angetäuscht und dann die linke zum Kopf von McCall. Damit punktet er. Noch diese Runde würde ich Juan Carlos Gomez geben. Sehr konzentriert der Black Panther in diesen ersten zwei Runden. Carsten Röwe hat ihn ja am 1.9.2007 übernommen. Zuletzt ein kurzes Gastspiel von Omrix. Mal sehen, was Rick Fissler jetzt möchte. Up, up. Hit him in the arm, hit him in the forearm, you're gonna hurt him. His right eye swelled up. Keep the right up in here, take this. He's coming in at you. You see his right eye, don't you? Keep it up, double right. Right, right, right. Blocking him with that right hand. You need to use that hand a little bit more. Okay. Breathe in deep, let it out slow. One, two, three, four, five. Happy feet, okay? One, happy. Two, three, four, five. One, two, three, four, five. Da ausnahmsweise mal McCall im Ziel, aber ich denke, man hat es auch in den Zeitlupen erkennen können, die genaueren und effektiveren Treffer von Juan Carlos Gomez. Und die Forderung von Rick Fissler, mehr Kombination zu schlagen, das ist natürlich von außen leicht gesagt. Gomez müsste da auch Trefffläche bieten und das ist bisher nicht der Fall. Eine Feinheit in diesem Kampf, das hat Carsten Röwer uns gestern erzählt, soll sein, dass Juan Carlos Gomez mit seinem rechten Fuß, er boxt ja in der Rechtsauslage, immer außerhalb des linken Fußes von Oliver McCall stehen soll, dass er dadurch mehr Druck ausüben soll. McCall in der Normalauslage hält die linke Hand Schlaghand. Und dadurch kann er ihn sich besser zurechtstellen. Dadurch erhofft man sich einfach, dass Gomez besser in den Gegner reinkommt, ihn besser stellen kann. Und das gelingt ihm auch tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf die Füße achtet. Diese kleinen Details macht Gomez bisher gut. Da war jetzt mal eine Kombination von McCall ohne große Wirkung. Eines Aufwärtshakens, sicherlich auch ein Mittel, auch mal zum Körper